Dann nennt man es auch gut reingeschaltet ins Spiel. Die ersten 25 Minuten waren nicht unsere Bestleistung, also wir waren nicht da. Aber dann in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit sind wir wieder reingekommen. Ja, und die zweite Halbzeit können auch nicht zufrieden sein. Da hätte die Musik sein müssen und mit dem 1-1 können wir uns auch nicht zufrieden geben. Ich glaube, die Chancenverwertung war nicht die beste. Wir müssen effizienter auch besser sein. Ich glaube, beide Tore waren ein bisschen Sonntagsschüsse. Unsere war abgefälscht, ein Glückstor, ihr war es ein Glückstor, von dem her vom Spielverlauf her geht es unentschieden, das 1-1 vollkommen in Ordnung. Wir kommen hier als Aufsteiger her zu Waldhof Mannheim, einem Drittligist der Jugendabteilung hier, holen einen Punkt, halten hier mit. Für uns geht es um Punkte zusammen, am Ende in der Liga zu bleiben und unsere Spuren zu hinterlassen und da sind wir auf einem guten Weg.